Schoko-Weihnachtsmänner statt Eis und Wassermelone. In einer Schokoladenfabrik in der Südwestpfalz läuft die Produktion auf Hochtouren. Was die Mitarbeiter von Weihnachten im Sommer halten, jetzt in der Landesschau aktuell. Donnerstagabend, 21:45. Willkommen zur Landesschau aktuell. Unsere Themen. Immer mehr Einbrüche. Sollen Bürger, die vorbeugen, das steuerlich absetzen können? Politisches Urgestein. Die Landes-CDU ehrt Heiner Geißler zu seinem 85. Geburtstag. Frohe Weihnachten. Mitten in der Sommerhitze laufen bereits Schoko-Nikoläuse vom Band. Guten Abend. Schlag auf Schlag fallen in der Griechenland-Krise zurzeit die Entscheidungen. In der Nacht hat das griechische Parlament für die Sparmaßnahmen gestimmt, die die Euro-Staaten fordern. Die Mehrheit kam nur mit Hilfe der Stimmen der Opposition zusammen. In Berlin haben sich am Abend die Fraktionen zu letzten Beratungen getroffen. Denn morgen stimmt der Bundestag über das große Hilfspaket ab. Doch vor allem in der CDU ist man gespalten. Die Fraktionssitzung der Union, ein wichtiger Stimmungstest vor der Abstimmung morgen. Ursula Kroden-Kranich hatte schon im Februar der Verlängerung des zweiten Griechenland-Hilfspakets im Bundestag nicht zugestimmt. Mit einer Enthaltung ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Morgen nun will die Abgeordnete aus Mainz mit Nein stimmen. Ich sehe nach wie vor nicht den echten Willen der Regierung, für strukturelle Veränderungen einzutreten. Ich habe heute Nacht auch die Debatte im Fernsehen verfolgt, was im griechischen Parlament los war. Auch gerade die Diskussion der eigenen Mitglieder der Regierung haben gezeigt, dass einen Willen zu reformen es nicht wirklich gibt. Der Rest der CDU-Landesgruppe hatte zwar im Februar zugestimmt, teilweise aber nur mit Bauchschmerzen. Einige hatten ihre Bedenken damals schriftlich erklärt und die Sorgen sind nicht wirklich kleiner geworden. Im Trend bin ich im Moment für die Ablehnung. Ich warte die Debatte noch mal in der Fraktion ab. Ich habe ein großes Fragezeichen beim IWF und seiner Einbindung. Nur die kontrollieren. Europäer kontrollieren ja gar nicht, werden gar nicht zugelassen. Und auch mancher in der CDU-Landesgruppe, der eher zu Ja tendiert, ist durchaus noch unsicher, wie er morgen endgültig abstimmen wird. Aber es ist natürlich eine Frage, wie stark der Rückhalt in der eigenen Fraktion ist. Und es gibt in der Tat bei vielen Abgeordneten einige Fragen, die zu klären sind, die nichts damit zu tun haben, ob die Kanzlerin gut verhandelt hat, sondern die damit zu tun haben, ob Griechenland gewährleisten kann, dass sie tatsächlich ernsthaft die Reformen durchführen, die erforderlich sind. Wer tatsächlich in der Unionsfraktion mit Nein stimmt, wird erst nach der namentlichen Abstimmung im Bundestag morgen klar sein. Die große Mehrheit in der Unionsfraktion wird aber wohl der Kanzlerin folgen und für ein Verhandlungsmandat mit Griechenland stimmen.